Hallo Minasama! Herzlich willkommen zu meinem neuen Minecraft-Projekt. Ich werde heute das Sevalina-Modpack spielen, das mein Freund extra für mich gebaut hat. Ich freue mich schon die ganze Zeit darauf, das zu zocken. Und ja, das hat sich so irgendwie ergeben, weil wir uns mal darüber unterhalten haben, dass ich ja gar keine Ahnung von Technik-Mods habe und was passiert, wenn ich eines Tages mal bei sowas wie Bevo mitmache oder bei Craft Attack oder so, dann habe ich ja gar keine Ahnung, was bauen. Und dann dachten wir uns, hey, warum nicht für mich ein Modpack bauen, damit ich das alles lerne? Und dann hat mein Freund sich dazu bereit erklärt, mir sogar sowas wie Quests dafür zu machen, damit ich das richtig gut lernen kann. Weil dann bin ich nicht so einfach reingeschmissen in diese ganzen Modpacks und habe so praktisch eine Anleitung, ein Tutorial, wie ich da vorgehen kann. Genau, ich freue mich schon richtig drauf, das jetzt zu spielen. Seid gespannt, ich bin's auch. Und los geht's. Ah, die Welt. Okay. Oh, ich bin aufgeregt. Und hier haben wir schon mal ein Schaf. Hallo. The server doesn't have hardcore questing mod. Okay, das ist wahrscheinlich gut. Dich, Schäfchen, kann ich bestimmt gut gebrauchen. Halt, Schäfchen. Okay, vielleicht wäre ein Schwert schlauer, aber ich töte dich mit diesem Buch. Okay. Schluss mit dem Quatsch. Ich öffne jetzt dieses Skript. Oh, süß! Kennt ihr dieses Bild? Es stammt aus diesem Video, was passiert, wenn ich meiner Freundin Minecraft schenke. Ich verlinke es euch in der Infobox, wenn ihr es euch geben wollt. Okay. Hallo und herzlich willkommen im Sevalina Tutorial Modpack. Das Ziel dieses Packs ist es, dir die Basics der wichtigsten Mods zu zeigen, wie ich euch erklärt habe. Dieses Buch wird dir dabei helfen. Auf der nächsten Seite findest du links oben alle Quests. Die Informationen auf der rechten Seite, Leben, Party, kannst du in diesem Pack getrost ignorieren. Und jetzt viel Spaß, Herzchen. Okay, ich schick dir auch süße Herzchen. Klick hier zu Start. Wow, 77 Quests. Ja, da war er aber fleißig und hat mir ziemlich viele Quests gemacht. Okay. Ich bin noch kein einziges Mal gestorben. Das ist gut. Klick hier to show quests. Der Beginn. Okay, open. Und hier haben wir schon mal ein Herz. Willkommen. Willkommen. Sehr gut, du hast die Quests gefunden, die dich durch dieses Modpack leiten werden. Es gibt verschiedene Arten Quests. Bei den meisten musst du bestimmte Items herstellen, die dir angezeigt werden. Okay. Where the player can hand an item as well. Can also use the quest delivery system to submit items. Okay. Sammle einen Erdblock. Okay, das mache ich jetzt mal. Und dafür bekomme ich 5 Äpfel. Okay. Okay. Ich habe es geschafft. Und jetzt. Habe ich 5 Äpfel bekommen. Cool. Das Inventar. Okay, das Inventar. Manche Mods geben dir am Anfang ein Buch mit wichtigen Informationen. Schau mal in dein Inventar. Das rote Buch ist von OpenBlocks. Das beige von Tinker's Construct. Schau mal rein. Okay, mache ich mal. Rote OpenBlocks. Ja, die Schrift kann man nicht so gut lesen, aber ich denke, es klappt. Blocks. Ein Amboss. Und alles andere kenne ich hier nicht. Automatisches Enchantment Table. Okay. Sogar eine Bärenfalle hat man hier. Gibt es überhaupt Bären? Das ist die Frage. Okay, interessant. Ein Schwamm, ein grüner. Okay, dann können wir hier diese ganzen Sachen nachschauen zum Bauen. Das ist doch schon mal praktisch. Und hier? Ein Achievement, cool. Tinker's Construct. Wer Love in the Woods gesehen hat, der weiß, dass wir dieses Modpack da auch drin hatten. Aber auskennen tue ich mich nicht wirklich damit. Ich weiß nur, dass man sich so einen Tisch macht und dann kann man darauf irgendwas zusammenbauen. Keine Ahnung, wir haben nicht so viel mit Tinker's Construct gemacht. Aber ich bin gespannt und hoffe, danach habe ich eine Ahnung davon. Jo, Leute. So. Geschafft. Juhu. Okay, dafür habe ich nichts bekommen, aber ich habe ja schon die Bücher. Das ist ja schon genug. Not enough items.
Bevor es richtig losgeht, hier noch eine wichtige Info. Die allermeisten Modpacks bringen die Mod Not Enough Items mit, die dir hilft, einen Überblick über alle Items und Blöcke zu erhalten. Öffne dafür das Inventar, nutze die Suchleiste. Okay. Dann suche ich da mal was irgendwie. Wow. Gut, es hat schon gereicht, dass ich einfach nur das Inventar öffne. Aber ich habe auch nichts Spezielles, was ich hier suchen kann, weil ich keine Ahnung habe, wie viele Items hier überhaupt sind. Krass. Das sieht ja komisch aus. Okay, ich glaube, ich habe hier echt viele Sachen. Wow, seht doch mal diese ganzen verschiedenen Waffen an. Ich bin beeindruckt. Wow, okay, ich habe gar keine Ahnung, was das alles ist, aber ich bin echt gespannt. Wirklich, Seba, denkst du wirklich, dass ich das lernen werde durch dein Tutorial? Ich hoffe es mal. Sammle einen Erdblock. Nochmal einen Erdblock sammeln, okay. Okay, das müsste eigentlich funktioniert haben. Okay, und jetzt haben wir nochmal. Oh, die Melodie gefällt mir, wenn wir was geschafft haben. Huh. Los geht's, ich freue mich schon drauf. Okay, so viel zu den Infos am Anfang. Übrigens, solltest du dieses Buch mal verlieren, crafte einfach einen String mit einem Buch zusammen. Und jetzt los. Sammle ein paar Ressourcen für den Anfang. Was zu essen wäre auch cool. Huh, okay. Versuchen wir es mal. Also, da waren schon mal Schafe, aber ich glaube, ich baue jetzt... Oh, ein beiges Schaf. Das habe ich fast noch nie gesehen, so ein hellbraunes. Okay. Holen wir uns mal Holz. Bevor es dunkel wird. Weil ich jetzt schon so viel Zeit damit... Was? Ein Achievement? Getting wood. Cool. Weil ich jetzt schon so viel Zeit mit dem Lesen verplempert habe, machen wir mir gleich ein Crafting Table. Weil ich glaube, das stand auch drauf. Irgendwie Cobblestone, Crafting Table und ein Ofen. Oder zwei sogar. Ich gucke nochmal nachher. Okay, also das müsste jetzt erstmal reichen, glaube ich. So, ein Crafting Table. Schnell, jetzt machen wir schnell noch ein paar. Ja, okay, das müsste auch reichen. Ich habe es ein bisschen übertrieben, Leute. So, jetzt machen wir mal eine Axt noch. Dann können wir noch ein bisschen mehr Holz abbauen. Okay, und los geht's. Ich glaube, die nehmen wir noch mit nachher. Und weiter geht's. Und vielleicht noch ein bisschen Cobblestone gleich. Weil ich weiß sonst nicht, was ich die Nacht über machen soll. Dann haben wir nämlich genug Ressourcen. Okay, ihr hasst mich jetzt vielleicht dafür, dass ich nicht bis ganz oben den Baum abbaue. Aber ich hasse sowas, das nervt total. Ihr seht ja, wie hoch die Bäume hier sind. Es ist vielleicht Verschwendung, aber egal. Okay, bis dahin rechts. Ich töte jetzt dieses Schaf mit meiner Axt. Oh, stimmt, wir können ja daraus ein Bett machen. Wir haben jetzt zwei Schafswolle. Und hier oben ist diese Map, okay. Also los, hier drüben ist noch ein Schäfchen. Sogar zwei Stück. Hä, die geben irgendwie kein Fleisch? Doch, jetzt geben sie Fleisch. Okay, aber nur zwei Stück. Ich gehe jetzt mal rüber und suche irgendwo. Hier haben wir schon mal Stein. Aber wahrscheinlich bekommt man auch Stein raus, wenn man sich hier mal weiter vorgräbt. Also ich hoffe es mal. Ha, ich hatte recht. Okay. Ich glaube, ich baue... Ich brauche... Wie viel Stein brauche ich? Zwei für ein Schwert und drei für eine Pickaxe. Aber es ist total unnötig. Okay, okay, ich merke, dass es unnötig ist, Leute. Ich muss hier jetzt nochmal was craften. Perfekt, ich brauche genau drei Stück. Also... Ah nee, wie geht es nochmal? So, okay. So, ist das schon viel besser. Es braucht sonst 100 Jahre. Und außerdem habe ich, glaube ich, gar keinen Stein. Doch, ich habe Stein rausbekommen, aber... Ah, wir brauchen einiges an Stein, wenn wir noch Öfen machen müssen.
Also baue ich hier so viel ab, wie geht. Und dann muss ich jetzt gleich nochmal in meinem Buch weiterschauen, was ich noch als Quest aufhabe. Ich frage mich, wie sich das entwickeln wird, weil jetzt habe ich ja noch nicht so komplizierte Sachen gemacht, aber wie will er mir das erklären, wie ich was machen soll? Also, ich meine, ich bin Minecraft echt begriffsstutzig bisschen. Naja, ich bin echt gespannt. Aber er kennt mich ja auch. Ich denke, er hat alles sehr ausführlich und in ganz kleinen Schritten erklärt. Ich hoffe es zumindest. Übrigens, Leute, er sitzt hinter mir, deswegen ist es ein bisschen weird. Ich glaube, er macht irgendwas anderes nebenher, aber. Ja, er kann gerade zuschauen, wie ich mich hier schlage und was ich hier so mache. Okay, ich glaube, jetzt habe ich genug Stein. Okay, ja, das reicht auf jeden Fall. Oh, ich glaube, es dauert schon langsam. So, schauen wir mal in unser Buch rein. Okay, die beiden Sachen sind erfüllt und jetzt noch zwei Öfen bauen. Gut, dann mache ich. Oh, es wird dunkel. Oh, es wird dunkel. Okay. Dann gehen wir hier gleich wieder rein. Cool. Wir haben hier praktisch ja schon zu Hause gemacht, aus Versehen. Und was zu essen habe ich dank ihm auch. Okay. Irgendwie ist gerade der Bildschirm ausgegangen. Leute. Vergiss nicht, dir ein Bett zu craften. So, okay, weiter geht's. Ich crafte mir jetzt erstmal ein Bett. Dann ist die Nacht nämlich auch schon schnell rum. Das hätte ich beinahe wieder vergessen. Ah, ich brauche noch Holz, glaube ich, dafür. Drei Stück Holz, glaube ich, und dann so. Oh, es hat funktioniert super. Ich kenne mich mit den Rezepten nicht immer so aus. Hallo? Ah, okay. Zum Glück sind noch keine Monster in der Nähe, sonst hätte ich wahrscheinlich ein Problem. Oh, wie praktisch. Ich bin gerade so froh, dass ich hier schon ein Bett gebaut habe, sonst wäre die Nacht wirklich nicht rumgegangen. Und weiter geht's mit den neuen Quests. Vielleicht können wir kurz vor Ende der Folge noch irgendeine schaffen. So. Schauen wir mal rein. Ach Mist, ich muss ja noch zwei Öfen machen. Okay, dann machen wir das jetzt schnell. Eins, zwei. Okay, das wäre geschafft. Oh, cool. Strawberry Seed und Blueberry Seed und Bone Meal. Also sollte ich mir wahrscheinlich daraus ein Feld craften. Essen. In der letzten Quest hast du verschiedene Samen bekommen. Pflanze diese an und nutze das Bone Meal als Beschleunigung. Damit solltest du eine solide Nahrungsgrundlage haben. Als Dankeschön für die Samen, gib doch. Hä? Stelle eine Steinsense her. Steinsense, okay, nimmt man das nicht Harke? Dann stelle ich das jetzt mal her. Okay, ich glaube, das ging so. Tja, ihr seht, die Grundlagen von Minecraft habe ich einigermaßen verstanden. Gerade so. Ah, vielleicht sollte ich mir gerade noch so ein gammeliges Schwert craften. Für irgendwelche Notfälle oder so. Und vielleicht zusätzlich noch eine Pickaxe aus Stein. Ja, ich glaube, das ist ganz nützlich. Ich weiß ja nie, wohin es mich führt, deswegen nehme ich alles lieber gleich mit. So, hier ist keine Erde am Rand. Aber da drüben, da muss ich schon mal nichts Neues hinmachen. So, jetzt pflanzen wir noch kurz die paar Seeds an, die ich hier bekommen habe. So. Wie viele habe ich bekommen? Ich glaube, acht oder sechs Stück. Genau, sechs Stück habe ich bekommen. Also pflanzen wir hier kurz an. Und das Baummehl habe ich ja auch bekommen. Und dann sollte das eigentlich klappen. Oh, wie cool! Das ist cool, wenn man schon alles als Belohnung bekommt. Dann muss ich hier.
Ups. Das war, glaube ich, nicht schlau. Ah, jetzt kann ich gleich ein viel größeres Feld machen. Das war schlau. Okay. Dann pflanze ich jetzt noch meine restlichen Beeren an. So. Und dann wären wir für heute fertig. Ich glaube, die restlichen Beeren pflanze ich das nächste Mal an. So, Leute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es so gut gefallen wie mir. Und ich freue mich auf den nächsten Part. Tschüss.